Frauen haben nichts unter Autos verloren, ist absoluter Blödsinn. Du bist halt schon Mechaniker. Also, ja. Also ich finde, das ist was, da ist man irgendwie auch stolz drauf. Es ist kein Job, der genderspezifisch ist. Das hat, ist überhaupt nicht wichtig. Das Benzin fließt durchs Blut. Auf jeden Fall. Das seid ihr. Blaumann, verölte Hände und Kippe im Mundwinkel. Das war ich mit 20, ja. Yes, baby. Also die Kippe nicht mehr, den Blaumann haben wir an. Wenn ich so überlege, wenn ich nach vorne gehen muss, mit dem Kunden was abklären möchte, dann bist du mit einem Blaumann da. Da ziehst du dich nicht schnell um. Dann kommst du als Mechaniker rein. Ich muss kurz mein Hemd anziehen, warte. Ja, das geht ja. Und dann hast du mal vielleicht Handschuhe an die oder komplett dreckige Klamotten. So. Das hast du vielleicht Bremsen gemacht oder so. Ja, genau. Jetzt, wo es in die Elektroautos geht, wird es immer weniger mit Öl. Genau. Schmutzige Finger, ja, wenn wir im Fahrwerk arbeiten, aber ölige Finger sehr selten. Und Zigarette ist auch bei uns in der Firma No-Go. Kippe im Mundwinkel? Nein, No-Go, das geht nicht. Wir arbeiten mit Benzin, mit Ölen, da könnte zu viel passieren. Ja, aber früher war das schon klar, Kippe in der Schnauze und dann haben wir Bremsen repariert und sowas. Das war gang und gäbe. Vergangenheit, ja. Zukunft. In jeder Kfz-Werkstatt hängt ein Kalender mit nackten Frauen. Das muss irgendwie da hängen. Ja. Das ist so wie eine Wandtour ist das. Das also, muss aber da das wäre auch so komisch, auch wenn ich in so eine andere Werkstatt reingehe und das hängt dann da nicht. Wir haben gestern einen bekommen, den haben wir weggeschmissen. Nein, es hängen nicht überall nackte Frauen. Es gibt ganz normale Kalender, wo einfach nur die Datums drinstehen und Termine eingetragen werden, ohne nackige Leute. Ist Sexismus hat einfach keinen Platz mehr in der modernen Werkstatt. Kunde, der Motor hört sich irgendwie komisch an. Was kann das sein? Leidiges Thema. Das kennt man schon. Gibt es zu oft. Besonders witzig wird es, wenn dann Geräusche nachgemacht werden. So, oh, mein Motor klingt komisch, der macht so ratatata. Tick, 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 tick. Und morgens, wenn es kalt ist, tak, 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 tak. Soll ich das Telefon mal auf den Motor legen? Dann lassen wir den Kunden das doch mal wiederholen und sagen, keine Ahnung. Kunden meinen ab und zu, sie können eine Ferndiagnose übers Telefon bekommen. Es ist aber leider nicht so, weil ein Auto viel zu komplex ist. Wir müssen, egal in welcher Werkstatt, wirklich dieses Auto vor uns haben. Dieser typische Anruf, ich habe da ein Geräusch, was könnte das sein? Geht leider nicht. Richtige Diagnosen, richtige Reparaturen. Hast du schon mal was berechnet, was gar nicht kaputt war? Nein. Nee. Nein. Nein. Es gibt einen gewissen Stolz. Egal, ob es eine Klitsche ist, eine Kette ist, ein Fachhändler ist. Ja. Ich kenne da keinen, da bin ich auch ganz ehrlich. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann führt das manchmal zu kostspieligeren Sachen, was man nicht so geplant hat als Kunde. Für die ist mein Auto fährt, mein Auto ist ganz. Ja. Ja. Trotzdem fahren so viele Autos durch den TÜV. Auch das hat ja seinen Grund. Wenn du gar nichts kannst, dann werd doch wenigstens Kfz-Mechaniker. Wenn du gar nichts kannst, dann machst du am besten den Beruf nicht. Nein. Heutzutage ist das sogar eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Es ist wirklich nicht mehr so einfach, Kfz-Mechatroniker zu werden. Hier steht der Kfz-Mechaniker. Und den Kfz-Mechaniker gibt es eigentlich nicht. Das war das frühere Berufsbild. Da gab es den Kfz-Mechaniker, dann gab es den Kfz-Elektriker. Der ist jetzt zusammengefasst in den Kfz-Mechatroniker. Früher hast du die Motorhaube aufgemacht, da hast du alles vor dir. Und jetzt machst du die Motorhaube auf, dann hast du noch mal gefühlt noch eine Motorhaube. Das bemängeln Abdeckung, die alles raus, das raus, diese Verkleidung raus, das raus. Dann siehst du erst den Motor so. Es ist nicht mehr so, man hebt das Auto hoch und macht einfach, sondern muss man erstmal überlegen, hat das Auto ein Luftfahrwerk? Haben wir elektronische Systeme, die wir vorher abschalten müssen? Da gibt es diverse Bremsscheiben, die muss man dann genau nach Herstellervorgaben mit einem zweistufigen Drehmoment anziehen. Wären wir in Anführungszeichen dumm im Kopf und würden eine Schraube vergessen, wir würden das Leben einer Familie zum Beispiel aufs Spiel setzen, wenn da ein Rad abgeht, die Bremse nicht richtig funktioniert. Unser Beruf ist Hightech und wird die Aussage... Vollkommener Bullshit.